Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Let's Play Minecraft Mittelalter Theme Play. Was weiß ich, was es ist. So, in der letzten Folge haben wir es ja richtig schön versaubeutelt und sind 19 Minuten einfach mal quer durch. Ich wollte schon sagen, ich dachte jetzt, ich habe nichts bekommen. So, das dürfte erstmal reichen. Wir brauchen nur ein bisschen Stein. Und dann machen wir uns mal einen Ofen. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich ganz schön versaubeutelt. Denn ich habe die Stelle hier gesucht, weil ist alles im letzten Video am Anfang in den ersten 5 Minuten erklärt, warum ich jetzt hier nochmal die gleiche Welt habe. Pferdchen! 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 So, und zwar haben wir da hinten auch erstmal eine Steinquelle. Das ist gut. Naja. Ist egal, also wie gesagt, ich hab's schön versaubeutelt und deswegen sind wir jetzt hier an der Stelle. Wer wissen will, was ich versaubeutelt habe, dann einfach die letzte Folge gucken ansonsten, ne? Danke, dass ihr mir eine zweite Chance gebt mit der zweiten Folge jetzt hier. Ja, naja, gut. Wie gesagt, in der letzten Folge hatte ich ja schon erwähnt gehabt, dass ich Mittelalter-Theme bauen will und da werden wir heute mal anfangen mit dem Förster. Das heißt, wir werden einen Förster bauen, da hinten ein kleines Wäldchen rein. Oder hier so hin, weiß ich noch nicht. Das praktisch hier am Anfang so ein kleiner Wald ist und dann rund um den Förster entsteht natürlich dann immer ein größerer Wald, irgendwann haben wir ja alles Wald. Und dann kommt hier irgendwas hin und da oben kommt was rein und es wird gerade dunkel, ne? Ja, die Sonne geht unter. Na, Sven, ja, ne, das sieht was anders. So, ich hätte mir Kohle abbauen sollen, ne? Ist hier irgendeine Kohle? Hallo? Hallo? Unterwegs habe ich so viel Kohle gesehen, jetzt sehe ich gar keine mehr, ne? Also, okay, gut. Ich lege mich erstmal kurz hin. Kannst nur nachts schlafen? Hä, es ist stockfinster. Wollte schon sagen. Es ist stockfinster und ich darf nicht schlafen. Na danke. Danke. So. Dann packe ich da jetzt einfach mal Holz rein. So. Ganz schäbig. Zwei müssten sogar reichen, wenn ich dann noch. Alter, die Musik kriegt mich. Wenn die so laut wird, einfach nur. Ich muss die Playlist mal irgendwie ein bisschen verbessern. So, dann haben wir jetzt schon mit Bandschrank. Und da haben wir Pferdchen. So, gebratenes Schweinefleisch. Und dann gehe ich jetzt gleich mal kurz auf die Suche nach Kohle. Denn ein echter Mann braucht viel Schotter. Oder Kohle, wie gesagt. Gehen wir so runter. Ich dachte, ich falle. So. Die Musik einfach nur, die ist viel zu laut. Oh, ich sehe hier gar nichts gerade. Doch, dahin ist Kohle. Ihr seht vielleicht nichts, aber ich habe Kohle gesehen. Wartet. Ein Stück. Verdammt. Ist ein Stein über mir. Ja, dahin haben wir Kohle, genau. So, eins. Zwei. Nehme ich mir mal und dann machen wir mal Fackeln. So, und dann könnt ihr gleich was sehen. Da. Die sind irgendwie. Habe ich irgendwie Grafikeinstellungen? Ach so. So, ich habe mal auf hell gestellt, ne? Für die, die nichts erkannt haben. So. Ja. Gott, ist das irgendwie. Ich verstehe die Musik nicht. Warum ist die so laut? Die kam doch eben schon. Lass ich das. Kann man schön dudeln lassen. Ich muss mal schauen, vielleicht tauche ich auch wieder nur die Stronghold-Musik plus ein paar ausgewählte rein und nicht mehr jetzt noch von Crusader Kings, auch wenn sie schön ist, aber die wird mir irgendwie zu laut. Ich weiß nicht, warum die so laut werden muss, aber sie wird laut. Oh, Höhle. Kuckuck. Wie kommt das Gras hier runter? Also Kohle haben wir auf jeden Fall genug, sag ich mal, ne? So, ey. Na, komm, so. Genau, hopp. Ja, ich finde halt diese Random Texturen im Texture Pack auch sehr schön. Vielleicht sieht man das ja hier bei der Kohle ein bisschen, die sieht anders aus als die dahinter und so weiter. Und
Ja, hab ich ganz schön. So, wir haben jetzt 20. Da baue ich hier nochmal kurz die paar Dinger da ab. Dann ist auch die Holzspitzhacke fast kaputt. Wenn die Holzspitzhacke kaputt ist, dann, ja. Haben wir geschafft, was wir wollten, und zwar haben wir Kohle abgebaut. Klaffe, ne? Haha. Irgendwie labere ich wieder nur gequirlte Scheiße. Es tut mir sehr leid, aber ich bin noch ein bisschen. Hoppala. Kam da einfach der Gravel von oben runter. Der ist aber auch ganz schön frech. Naja, so, haben wir erstmal die Spitzhacke hält sogar noch einen Moment. Kommt hier wieder raus? Nee. Ich will nicht zu tief in die Höhle runtergehen. Ich gehe mal wieder zurück. So, also hierhin war ich lang gelaufen, ne? Hier, so, da, hier lang, genau. Und dann, da haben wir einen Zombie gesehen. Ist der schon vorbeigelaufen oder ist der eben nicht? Oh. So. Dann war der eben erst gespawnt. Ich will spinnen. Ich hab Angst. Na, so. What the fuck? What the fuck? Hier ist ein Spinnenspawner. Aua! Nur mal so, nicht, dass jetzt einer denkt, ich kannte den schon. Ich kannte den nicht. Ich wäre fast dran vorbeigelaufen, hätte die Spinne nicht zisch gemacht. Kommen denn die Zombies her? Von hier oder wo? Das geht doch gar nicht. So, jetzt looten wir erstmal hier. Goldene Pferderüstung, eine Schallplatte. Das sieht auch lustig aus. Schallplatte. Brot. Das ist auch eine Schallplatte. Alter, wo kommen die Zombies her? Ist hier noch ein Spawner oder was? Wo kommt denn ihr her, bitte? Spawnt ihr hier oben oder was? Wo kommen die denn her? Die kommen doch von hier oben. Spawnen die hier oben auf der kleinen Fläche drauf, oder wie? Ey, ich verstehe das gerade nicht. Wo kommen jetzt... Das sind so viele Zombies einfach nur. Die können doch nicht auf natürliche Weise hier so schnell spawnen. So, guck mal weiter. Ein Namensschild haben wir noch. So, Redstone... Ach, das ist auch eine Schallplatte. Sieht aus wie ein Nagel. Was ist ein Trompete? Trompete oder Nagel? Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Schwarze Pulver, Eisen, ein gebackenes Brötchen, zwei Weizen, nochmal ein Redstone. Kann ich natürlich nicht stacken, die Schallplatten. Da sind wir unten, eine Eisenpferderüstung. Klasse, jetzt brauchen wir nur einen Sattel. So. Den Stein lasse ich jetzt mal Stein sein. Vielleicht können wir hier noch irgendwas draus machen. Ich weiß zwar nicht, wofür wir Faden oder sowas brauchen können. Hier noch Spinnenaugen später. Na gut, Spinnenaugen ja vielleicht für Weakness-Tränke für Villager dann. Mehr eigentlich nicht. Oh Gott, ist das laut! Gott, hab ich mich jetzt erschreckt. Diese Musik einfach nur. Dass die manchmal so extrem übertreiben muss. So, dann nehmen wir uns mal hier ein bisschen Eisen mit. Hat den Erfolg Glück auf und die technischen Fortschritte erzielt. Yay! So. Hopp. Gut. So, vier Eisen. Hier ist nichts mehr, ne? War hier noch was? Ich weiß ich nicht, war da noch ne, war nicht. Verdammt. Na, so. Gut. So, und danach, tiefer gehe ich mal da nicht rein jetzt erstmal. Wir haben ja erstmal ein bisschen Zeug. So viel brauchen wir auch erstmal nicht. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir uns jetzt hier ein bisschen unterbringen können. Hab ich die Kisten mitgenommen? Ja, hab ich. Gut. Kann ich hier mal eine kleine Kiste machen. Den ganzen Krampel da reinklatschen. Ich weiß nicht, was ich das. Was soll das sein? Eine Nagel oder eine Trompete oder keine Ahnung. Schallplatte. Hm, klar. So, Weizen.
Redstone brauche ich alles erstmal nicht. So. Ich dachte gerade, dass da oben wäre ein Skelett, dass man fährt. Oh Gott. Ich bin irgendwie so schreckhaft. Zu den Waffen! So, dann machen wir nochmal eine Steinaxt gleich und dann werden wir mal ein bisschen Bäume fällen gehen. Es ist zwar relativ langweilig vielleicht, aber meine Güte, wie sollen wir ansonsten an Holz kommen? Für unseren Förster. So. Ich muss mal gucken, vielleicht sind ja auch irgendwo noch schwarze Pferde. Ich hätte lieber so ein schwarzes Pferd. Irgendwie haben die immer die besseren Sprintwerte, ist mir aufgefallen. Ich weiß, es kann in den Raum gestellt sein und es ist gar nicht der Fall, aber ich bin der Meinung, es sind bessere Sprintwerte. Ja, und dann werde ich mal schauen. Vielleicht finden wir. Erstmal brauchen wir einen Sattel. Sattel ist erstmal das Wichtigste. Ich finde die animierte Fackel auch so cool. Kann es sein, dass die Musik wieder unerträglich laut wird? Ich habe wieder das Gefühl, ich muss gleich schreien. A hero is born. Ja, ich merk's. Aber das Lied ist gleich zu Ende, ich mach jetzt nicht weiter. Das war's nämlich. So, und dann hauen wir jetzt mal hier die ganzen Bäume noch schnell kaputt. Kommt noch so ein Server. Ich glaub's ja wohl. Ja, also, übrigens, wen es interessiert, woher meine Musik ist, wenn das überhaupt jemanden interessieren sollte, weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Muss mal gucken, vielleicht bei, warte, ich muss es richtig aussprechen, Papa Fjord Music. Oder Papa Fjord, ach, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Papa Fjord Music, ja, passt schon. Und dann halt noch Incompetence ein paar, aber nicht so viele. Ich hab's kaputt. Yay. Und dann halt noch welche aus Stronghold und halt Crusader Kings und ein paar Soundtracks. Weil die sind eigentlich, wenn nicht nur eigentlich, die sind lizenzfrei. Weil damals gab's darüber noch keine Lizenz. Das fand ich lustig. Und der GEMA sind die Soundtracks komplett egal. Es ist mir im Battlefield-Let's Play aufgefallen, da gab es zwei Soundtracks, die komischerweise von der GEMA verwaltet, also nicht von der GEMA, sondern von irgendwelchen dubiosen Firmen verwaltet wurden. Und die GEMA hat einfach nur gesagt, ja hier verstößt gegen die Richtlinien. Da frage ich mich nur, wie kann das gegen die Richtlinien verstoßen, was von dem Spiel ist und warum nur die zwei? Im Abspann von Battlefield 4, von der Kampagne, ist im Hintergrund durchwegs in Soundtracks gelaufen. Und am Ende waren nur zwei, ich habe ja nichts gesagt in der ganzen Zeit. Zwei Soundtracks davon wurden mir angezeigt als irgendwie von der GEMA belastet oder was weiß ich, wie man das nennt. Hat die GEMA ihre Fingerchen drüber gehabt und hat gesagt, hier meine, obwohl es eigentlich gar nicht ihre ist. Ach, ist egal, ich will mich da jetzt auch nicht aufregen. Das sind so Dinge, da frage ich mich nur, wo ist da ein bisschen die Logik geblieben auf der Strecke? Ist irgendwie auf halbem Wege verloren gegangen, ne Schweinchen? Ist die Logik verloren gegangen. So, jetzt bin ich nur am Überlegen, wo baue ich denn erstmal jetzt hier? Ich glaube, hier baue ich den Förster hin. Jetzt muss ich hier jetzt mal ein kleines bisschen Fläche machen. Und jetzt habe ich schon wieder 15 Minuten lang verquatscht, aber wir haben eine Höhle gefunden mit einem Spinnenspawner. Das heißt, wenn wir dann irgendwann mal Level oder irgendwas brauchen, wissen wir, oder besser gesagt ich, wenn ich es nicht vergessen habe, wo der Spinnenspawner ist und dann können wir ein bisschen farmen gehen. Muss ich nur halt umbauen, dass die Spinnen nicht raus können. Habe ich denn Erde? Das ist Eichenholz. Oh Gott. Ich habe keine Erde. Ich wollte es gerade zubauen, so ein bisschen. Bis eben war die Musik super. Jetzt irgendwie nicht mehr. Ah ja, genau. Und Machinima Sound. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das sind. Ich habe es irgendwie nicht mit der Aussprache von irgendwelchen Firmen. Das ist für mich einfach nur unmöglich, sowas hinzukriegen.
Vielleicht merkt man es ja. Ich hoffe nicht. Ich habe das bisher eigentlich gut überspielt, gut, muss ich sagen. Nur irgendwie sind die ganzen Lieder so irre laut. Ich möchte nur mal sagen, ne, ich habe meinen Sound auf 2, auf Lautstärke 2. Und die kommt hier irgendwie an, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann mich mit keinem unterhalten. Ich mach, na gut, ist gleich zu Ende. Also ich hoffe mal, man hört mich noch einigermaßen. Ich versuche auch ein bisschen lauter drüber zu sprechen jetzt einfach mal. Ja, es ist ganz schön anstrengend gerade. Oh, ich bin voll nicht aus der Puste. So, aber das ist ja jetzt egal, jetzt hört die Musik gerade auf. Jetzt pfeife ich mir nochmal ein Schweinchen rein. Ein ganzes Schwein. Und jetzt überlege ich gerade, wie ich den Förster baue. Also ich baue ihn mal aus Eichenholz. Und ich baue den hier so hin. So. Hey, komm her. So, dann. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir brauchen sehr viel Holz dann. Aber dafür sieht es dann halt ein bisschen mittelalterlich aus. Also, wie gesagt, das ist ja mehr so eine Art Let's Survival-Bild. Klingt irgendwie gerade extrem bescheuert. Let's Survival-Bild. Wer nennt bitte irgendwas Let's Survival-Bild? Außer mir. Keiner. So, jetzt nur mal gucken hier. 1, 2, 3, 4, 5. Mach ich 5? Mach ich 5, so. Nummer 2, 3, 3, 8, 10, 11, 12. Ich bin irgendwie gerade zu faul zu rechnen. Ich mache einfach nochmal einen mehr. So, dann muss der Baum hier weichen, damit wir ein bisschen Platz haben. Ja, so. Und dann haben wir hier 1, 2, 3. Nein, nicht so. 1, 2, 3, 4, 5. Der kommt weg. Kommt das hin? Das Seeds kann ich mal mitnehmen, das wäre eigentlich auch nicht so schlecht, können wir ein Feld bauen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sieht auch ganz gut aus. Und dann flacke ich hier einfach nochmal so, so einen Stützpfeiler dann rein. Dann ist das. Das laubt so immer Decay, das ist ja nervig. Decay schneller! Die Musik passt gar nicht gerade dazu irgendwie. Ich hab doch eine Mittelalter-Playlist genommen. Warum kommt hier irgendwie... Ja, ich meine... Gut, es ist vielleicht Mittelalter, aber irgendwie gerade nicht das, was hier so passt. Aber egal, so 2, 3. Erstmal müssen wir jetzt hier 4 hoch, denke ich mal. Oder mach ich 3? Ich glaube, ich mach 4. So, hier kommt eh Tür rein. Ich komme so nach vorne so ein bisschen hin. So. So. Tür kommt hier nach vorne so raus. Muss ich mal schauen, dass ich hier vielleicht noch was wegmache oder dass ich das wirklich so lasse. So ein bisschen tiefer im Wald das Ding einfach stehen lasse. Muss ich mal schauen. Also im Moment, ich werde jetzt erstmal hier die ganzen Bäume wegreißen. Und dann werde ich den Wald neu pflanzen. Das ist so eigentlich immer diese Vorgehensweise, die ich habe. So. Natürlich. Flack doch einfach mal das ganze Zeug random irgendwo in die Gegend. So ist es richtig. Ich habe noch 2 Eichenholzbretter. Toll. Wirklich, ich bin wahrer Visionär, was das Bauen angeht hier. Ah. Wahnsinn. So, ich habe meine Werkbank hin. Warum war das schon wieder so laut? Ich mag keine Lautstärke. Ist mir zu laut. Das hat jetzt auch wieder sehr viel Sinn. So, hier kommt dann eigentlich ja dann, wenn ich das so mache, ne? Kommen hier dann so Pfosten nach vorne hin. So voll die Pfosten. Was sind voll die Pfosten? Dann hier nochmal durch. Eigentlich, warte mal, das ist ein Stützpfeiler, ne? Das ist ein Stützpfeiler. Ein Stützpfeiler stützen mich und... stützen. Stützpfeiler stützen und haben nicht irgendwie einen Durchbruch verursacht. Ach, ist das was, Mann? Ich rede irgendwie Müll. So, dann ziehen wir hier nochmal durch. Oh Gott.
Ach, jetzt ist hier die Eingangstür. Oh. Da muss ich jetzt mal überlegen. Also wir könnten das Dach einfach so davor machen, dass man es nicht sieht am Ende. Weil das sieht ein bisschen blöd aus hier. Das sieht blöd aus. Warte mal. Jetzt mache ich hier so den da hier so. Verdammt. Den da so. So. Das würde dann gehen. Wenn man es nicht sieht, geht's. Dann vermutet man es vielleicht auch nicht, hoffe ich mal. Wie gesagt, hoffe ich. Tja, aber das war's ja auch schon für diese Folge. Ich hoffe, vielleicht konntet ihr irgendwas mitnehmen. Habt irgendeine Idee oder Anregung, wenn ihr noch was habt, ne? Unten in den Kommentaren, Kommentare von wegen, worüber ich mal sprechen soll oder irgendeinen Themenvorschlag oder, keine Ahnung, Bauvorschlag. Ich mach mal kurz Musik aus, sonst hört man mich so schlecht. Ja, wie gesagt, Bauvorschlag oder sowas kann alles da unten rein, das ist relativ egal. Da bin ich sehr offen und ja, gut, dann tschüss, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Ja, okay. Ja, ciao.